Hallo und herzlich willkommen bei den Acklands TV. Wir sind heute beim einjährigen Jubiläum von unserem Partner Body Street Acklands. Wir sind jetzt im Gespräch mit Daniel und Martin. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum einjährigen Jubiläum. Lieben Dank. Dankeschön. Danke. Ihr seht noch ziemlich fit aus nach einem Jahr Body Street hier in Erkelenz. Ja. Wie ist die Resonanz? Wir haben uns gut gehalten. Die Resonanz ist sehr, sehr gut. Wir sind zufrieden, oder? Sind wir zufrieden? Ja. Wir sind zufrieden. Ich glaube, es ist sehr anstrengend, aber man bekommt viel zurück. Und das ist die Sache schon wert. Wir haben fantastische Menschen, die wir kennengelernt haben in dem Jahr. Wir haben uns selber nochmal neu kennengelernt, würde ich sagen. Ihr habt euch jetzt ja auch eingelebt hier, ne? Erkelenz so ein bisschen kennengelernt. Ja. Ihr wart bei vielen Treffpunkten mit dabei. Ja. Einer eurer Slogans ist ja, wir lieben Erkelenz. Ich glaube, der wird ja auch gelebt. Ne? Und das ist richtig. Also wir haben uns echt verliebt in Land und Leute und sind hier echt gerne. Sind extrem überrascht. Also wir hatten am Anfang überhaupt gar keinen Bezug. Und wie schnell das in dem Jahr sich gewandelt hat, ist schon bemerkenswert. Und darauf kann man aufbauen. Wir gucken freudig in die Zukunft. So. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe es ja selber schon ausprobiert. Falls ihr euch mal einen Eindruck verschaffen wollt, Body Street bleibt natürlich auch langfristig hier vor Ort. Direkt in Erkelenz an der alten Bäckerei Lütterforst, die hier um die Ecke war. Insofern, wie sehen eure Pläne jetzt fürs nächste Jahr aus? Ihr habt Zuwachs bekommen, ihr habt neue Mitarbeiter eingestellt, also es geht bergauf. Genau, ne? Also wir müssen letztendlich auch mal Verantwortung abgeben. Wir möchten und können auch nicht alles selbst machen immer und möchten auch so ein bisschen die Weichen für die Zukunft setzen, die Strukturen eben, die man eben benötigt, auch dann zu festigen und letztendlich einfach schauen, dass es erfolgreich weitergeht. Für uns ist das Wichtige, dass die Leute zufrieden sind. Wir brauchen eine hohe Kundenzufriedenheit über eine gute Dienstleistung, über eine ehrliche Dienstleistung und das ist uns am allerwichtigsten und der Rest ergibt sich dann automatisch daraus. Das haben wir einfach festgestellt. Einen weiteren Punkt, den ihr ja auch mit im Programm habt, ist ja die Ernährungsberatung. Ist das einer der Schwerpunkte, die weiter ausgebaut werden? Sicherlich erstmal nicht. Also wir unterstützen generell unsere Mitglieder im Thema punkto Ernährung. Es ist eine Stellschraube, die sehr, sehr wichtig ist zum Thema Zielerreichung. Wir versuchen das aber, die Leine relativ locker zu lassen. Also wir beraten unsere Mitglieder, wir stehen ihnen immer helfend zur Seite. Wir haben unglaubliche Erfolge erzielt in dem Jahr mit den Leuten. Wir sind teilweise selber überrascht, wie schnell es wirklich geht. Und teilweise sind da Körperumfänge bei Veränderungen, dass die Leute wirklich ein ganz, ganz tolles Feedback geben, was uns sehr viel Kraft gibt. Und da ist das punkto Ernährung einfach ganz, ganz enorm wichtig. Jetzt kommen auch immer mehr Gäste dazu. Insofern will ich nicht zu lange mit dem Interview aufhalten. Falls ihr es einfach selber mal ausprobieren wollt, kommt gerne vorbei. Daniel und Martin sind immer ansprechbar. Yes. Und dann feiern wir gerne in einem Jahr das zweite Jubiläum mit euch. Unbedingt. Lieben Dank. Geplant, ja. Danke. Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.